Dies ist eine Videoaufnahme der Veranstaltung Nikolaus mit Bart und Mundschutz vom 9. Oktober 2020. Mein kurzer Input leitet sich nach drei großen Fragen. Einmal Nikolaus, was wissen wir? Was ist wirklich historisch über ihn bekannt? Wir werden einen Blick in eine Gesichtsrekonstruktion erhalten. Da möglicherweise Nikolaus aus. Dann Nikolaus, was erzählen wir? Das Zentrum eines jeden Nikolausbesuches sind natürlich die Legenden. Da schauen wir mal hinein, okay, welche Legenden gibt es, was erzählen wir? Und Nikolaus, wie feiern wir ihn? Also, welche Bräuche haben sich über die Jahre entwickelt? Welche Bräuche sind aber auch schon wieder in Vergessenheit geraten, die auch lange Zeit ja, feste Nikolausbräuchtümer waren? Was ist dort in Vergessenheit geraten? Und was ist natürlich auch aktuell? Und welche Möglichkeiten gibt es auch dort in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen Nikolaus zu feiern? Zunächst einmal zum Nikolaus, was wir darüber wissen, historische Fakten und Überlieferungen. Wir schauen uns das alles einmal ja, geografisch an, schauen, okay, wo war der Nikolaus beheimatet? Natürlich in Myra, dort war er Bischof, der Überlieferung nach, hat dort gewirkt. Geboren wurde er aber wohl in Patras bzw. Patara. Und auch heute noch kann man seine Reliquien, sein Grab in Bari besuchen. Warum das Grab in Bari ist, dazu komme ich später nochmal kurz. Das ist auch ein ganz interessanter Umstand. Also, wir befinden uns im Oströmischen Reich zur damaligen Zeit und beziehungsweise natürlich im östlichen Mittelmeerraum. Zunächst einmal zu den historischen Fakten, also das, was wirklich historisch belegt ist, was man sagen kann, ja, das wissen wir über den heiligen Nikolaus, das ist historisch wasserdicht. Das ist leider gar nicht so viel. Zum einen, Myra war im 4. Jahrhundert Sitz eines Bischofs. Das ist belegt, da gibt es Aufzeichnungen zu. Also in Myra gab es im 4. Jahrhundert einen Bischof. Und Myra war eben auch durchaus ein bedeutender Ort im Oströmischen Reich. Es ist auch überliefert, dass unter anderem der Apostel Paulus auch Myra besucht hat. Der historische Nikolaus ist eigentlich eine Kompilation aus zwei Figuren, aus zwei Nikoläusen, wenn man so will. Einem Bischof von Myra aus dem 4. Jahrhundert und einem Nikolaus von Sion, beziehungsweise ein Nikolaus von Pinara aus dem 6. Jahrhundert. Sowohl Myra als auch Pinara waren zur damaligen Zeit, zu Lebzeiten dieser beiden Nikoläuse, sehr bedeutende Städte im Byzantinischen Reich. Man vermutet, dass der Geschichtsschreiber Simeon Metaphrastes, der Verfasser einer Sammlung von Heiligenbiografien, diese beiden heiligen Nikoläuse untrennbar miteinander vermischt. Also wenn wir heute vom heiligen Nikolaus sprechen, müssen wir im Hinterkopf haben, historisch gab es wohl zwei Nikoläuse, die eben in die Geschichte eingegangen sind. Schon sehr schnell entwickelt sich ein ja, massiver oder ein wirklich bunter Strauß an Legenden und Berichten über das Leben des Bischofs von Myra in der Ostkirche, schon im 4. und 5. Jahrhundert, in der Westkirche erst seit dem 7. und 8. Jahrhundert. Beide Nikoläuse, sowohl den Bischof Nikolaus von Pinara als auch den Bischof von Myra, kennzeichnen eben die Werte Güte, Milde, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Die Keimzelle des Legendenkranzes um den heiligen Nikolaus ist eigentlich die Stratelaten- bzw. die Feldherrenlegende, nach der ja, Nikolaus wunderbar drei unschuldig zum Tode verurteilte Feldherren vor dem Tod rettet. Interessant ist auch einmal, sich genauer den Namen Nikolaus anzuschauen. Nikolaus von Nike, griechisch Sieg und Laos, also der Sieg des Volkes. Man weiß nicht genau, ob das wirklich sein richtiger Name war. Eventuell war das auch einfach nur ein Ehrentitel. Also jemand, der den Sieg des Volkes vorangetragen hat, jemand, der das Böse besiegt hat und dem Volk gezeigt hat, wie das Gute siegreich bleibt. Wenn man die historischen Fakten einmal ja zum Abschluss bringen will oder mal unter ein Fazit ziehen möchte, dann kann man das mit dem Theologen und Historiker Gustav Andrich, der einmal gesagt hat, die Geschichtlichkeit des Bischofs Nikolaus in Abrede zu stellen,
Das wäre ein methodischer Fehler. Es kann ein Bischof dieses Namens gegeben haben. Es kann derselbe sogar große Bedeutung für seine Heimat gehabt haben. Es kann auch der 6. Dezember der Tag seines Todes oder der Tag seiner Beisetzung gewesen sein. Das ist alles möglich. Es ist sogar in gewisser Weise auch wahrscheinlich. Weiter ist nicht zu kommen. Also auch genaue Geburtsdaten oder Todesdaten, die man immer hin und wieder auch im Internet liest, auf jeden Fall leider mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt Überlieferungen, das heißt Berichte, die sich über viele Jahre entwickelt haben, ähnlich wie Legenden. Und da sieht es schon etwas reicher an Überlieferungen aus. Man vermutet, dass Nikolaus zwischen 270 und 286, wie gesagt, eben haben wir uns das auf der Karte angeguckt, in Patara, in der heutigen Türkei, geboren wurde. Das ist ganz in der Nähe von Antalya. Er wurde mit 19 Jahren durch seinen Onkel, damals Bischof von Myra, zum Priester geweiht und war später Abt des Klosters Sion. Abt des Klosters Sion, da können jetzt mittlerweile unsere Alarmglocken schrillen, das war ja auch der Bischof von Pinara. Also auch dort sieht man schon, in den Überlieferungen sind diese in den Überlieferungen sind diese beiden Nikoläuse, der Bischof von Myra als auch der Bischof von Pinara, auf ganz enge Weise miteinander verbunden. Nach dem Tod der Eltern erbt Nikolaus das gesamte Vermögen und er verteilt es der Überlieferung nach unter den Armen. Er wurde schließlich Bischof von Myra, wurde während der Christenverfolgung um 310 gefangen genommen und gefoltert und war 325 Teilnehmer des Konzils von Nikaia, starb vermutlich an einem 6. Dezember zwischen 326 und 365. Man hat versucht, das Aussehen des Nikolauses zu rekonstruieren. Und zwar anhand der Reliquien, die sich heute in Bari befinden. Es war so, dass im Jahr 1087 baresische Kaufleute gedacht haben, Venedig, die haben den heiligen Markus, die haben den Leib des heiligen Markus, da kommen viele Pilger in die Stadt, das ist eine gute Einnahmequelle. Und was haben wir in Bari? Bari, also das Tor in den östlichen Mittelmeerraum. Bari, da fehlt uns ein Heiliger. Wir haben eigentlich keinen, den wir irgendwie verehren können, warum viele Pilger in unsere Stadt kommen. Und da sind die baresischen Kaufleute auf die Idee gekommen, wir klauen uns oder stehlen uns den Bischof Nikolaus, die Reliquien des Bischofs Nikolaus. Sind dann haben sich auf den Weg gemacht nach Myra, haben dort seinen Sarkophag aufgebrochen und haben seine Reliquien im Jahr 1087 mit nach Bari genommen. Und wenn man heute einmal in Myra die alte Nikolauskathedrale, also die ursprüngliche Bischofskathedrale von Bischof Nikolaus sich anschaut, dann kann man dort noch den aufgebrochenen Sarkophag, die ursprüngliche Grablege von Bischof Nikolaus, besichtigen. Im Jahr 1953 wurde das Grab in Bari geöffnet, die Gebeine wurden untersucht, man hat festgestellt, dass das Skelett sehr unvollständig war, dass ein Großteil der Knochen fehlt, der Schädel aber dort liegt oder beigesetzt ist und eigentlich auch sogar intakt ist, mit Ausnahme einer Lücke am linken Unterkiefer. Die Universität Manchester in Person von Carolyn Wilkinson hat sich dann mit einem ganz bekannten italienischen Pathologen mal herangemacht und geschaut, okay, wie könnte er ausgesehen haben, hat die Unterlagen ausgewertet und folgendes klargekommen. Nikolaus war wohl kaum größer als 1,60 Meter, ist 72 bis zu 80 Jahre alt geworden, war Vegetarier, auch ein interessanter Fakt, hatte chronische Arthritis, eine Quetschung der Schädelhöhle verursacht durch Kälte und Feuchtigkeit sowie eine gebrochene Nase. Bei der gebrochenen Nase vermutet man eventuell, könnte das eben eine Folge der Schläge durch Folter bei der Verfolgung der Christen gewesen sein. Die beiden Personen von der Universität Manchester haben dann auch ein Bild am Computer entwickelt und Nikolaus könnte so ausgesehen haben. Eigentlich ganz anders oder etwas ungewohnt. Man sieht, das Gesicht ist irgendwie etwas sehr deformiert. Die gebrochene Nase wird ganz deutlich. Also so könnte möglicherweise Bischof Nikolaus von Myra einmal ausgesehen haben. Zumindest anhand der Untersuchungen, die in
weil an den Reliquien in Bari gemacht wurde. Ich komme nun zum nächsten Teil. Nikolaus, was erzählen wir? Ich habe eben schon gesagt, ja, das Brauchtum, die Legenden, das ist ja häufig so der Mittelpunkt auch eines Nikolausbesuches. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Legenden, die uns ja heute auch noch begegnen. Ab Ende des 5. Jahrhunderts entsteht um Nikolaus, den Bischof von Myra, ein Legendenkranz von einem ungeheuren Ausmaß, dass er nur auf eine historische Person zurückgeführt werden kann. Wir zeigen Nikolaus einerseits als jungen Erwachsenen, als Bischof und einige auch nach seinem Tod als Helfer und Wundertäter. Da wird schon so die Heiligkeit sehr, sehr deutlich. Und ein bulgarisches Sprichwort sagt, wenn Gott einmal sterben sollte, wählen wir den heiligen Nikolaus, seinem Nachfolger. Hier mal eine Aufführung von verschiedenen Nikolaus-Legenden. Sie finden die Texte zu diesen Legenden auch auf www.nikolaus-von-myra.de. Also ganz, ganz viele, ganz bunte Legenden, auch viele, die nicht so bekannt sind. Da auch nochmal eine Einladung, eine Anregung, vielleicht nicht immer die ganz klassischen Legenden zu nehmen, sondern auch mal beim Nikolaus auf eher unbekanntere Legenden zurückzugreifen. Kommen wir nun zu Ritualen und Bräuchen zum Nikolaustag. Nikolaus, wie feiern wir ihn heute? Oder auch eben schon vor einiger Zeit. Mit dem Kinderbischofsspiel haben wir hier einen Brauch, der schon eigentlich über viele Jahre verloren gegangen ist. Daran wird deutlich, dass Brauchtum etwas ist, was nicht nur Vergangenes berücksichtigt, sondern eben auch ganz dynamisch ist. Also Bräuche verändern sich mit der Zeit und es wird sicherlich mal, wenn wir es könnten, interessant sein, wie der Nikolaustag eben vielleicht in 200, 300 Jahren in Zukunft gefeiert wird. Also ganz deutlich, Nikolaus verändert sich oder das Brauchtum zumindest. Das Kinderbischofsspiel war ursprünglich am Fest der unschuldigen Kinder am 28. Dezember gefeiert worden und es ist das sogenannte Spiel der umgekehrten Ordnung. Das heißt, die Schüler wählten dann selber einen Abt in den Klosterschulen oder einen Bischof. Es wurde ein pompöses Fest gefeiert, wo die Kinder eben die Macht hatten und auch in der Liturgie haben dann in den Klosterschulen die Kinder die Leitung übernommen. Und dieses Fest oder dieser Brauch verlagert sich vom 28. Dezember immer weiter eben auf den Nikolaustag. Und es wird natürlich vermutet, dass Nikolaus, weil er eben der Patron der Kinder und der Schüler war, eben, dass dort dieser Brauch besser passt als am Fest der unschuldigen Kinder. Es gibt natürlich auch biblische Bezugspunkte. Das Magnificat, der Lobgesang Mariens, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Oder auch Psalm 2, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob. Also es ist sozusagen das Spiel wirklich der umgekehrten Ordnung, die Kinder an die Macht. Und ich glaube, das dürfte auch ganz im Sinne von dem Bischof Nikolaus von Myra sein, dass eben die Kinder im Mittelpunkt stehen. Dann gab es auch früher den sogenannten Wurf- oder Streuabend. Der ist beispielhaft für das Jahr 1836 in Münster nachgewiesen worden. Am Nikolausabend wurden Gebäck und Süßigkeiten in einen Raum geworfen, in dem sich die Kinder der Familie dann aufhielten. Oder es wurden über Nacht Geschenke ausgelegt und daraus entwickelte sich eben nach und nach der Brauch, Geschenke am Nikolaustag in die Schuhe zu legen. Bezugspunkt ist für diesen Brauch die Legende von der Rettung der drei Jungfrauen, wo Nikolaus eben durch das geöffnete Fenster drei Klumpen Gold in das Zimmer wirft und so die drei Jungfrauen vor der Versklavung oder der Prostitution schützt. Warum Schuhe oder Strümpfe? Das ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Fakt. Der ist aber auch ganz einfach. Sie standen einfach immerhin im Raum und trocknen. Über Nacht konnte man eben auch dort gute Dinge hineinlegen oder sogar auch werfen. Als weiteren Brauch gab es die sogenannten Nikolaus-Schiffchen. Das ist quasi nochmal zeitlich auch vor den Brauch, dass man Süßigkeiten und Geschenke in die Schuhe legt, anzusiedeln. Nikolaus als Patron der Seeleute und die Kinder bastelten Nikolaus-Schiffchen und in diese legte der Nikolaus dann seine Geschenke. Das Schiff ist natürlich auch aus theologischer Sicht ein ganz, ganz starkes Bild. Die Kirche als Schiff auf dem Weg durch die Zeit, Zielhafen, der Himmel ist und wirklich im Laufe der Zeit wurde dann das Nikolaus-Schiffchen durch die Schuhe, durch Strümpfe und später auch durch den Gabenteller dann ersetzt.
Ja, der Einlegebrauchtum, vielen sicherlich bekannt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember werden heimlich Äpfel, Nüsse, Süßigkeiten oder Gebäck in die Schuhe gelegt. Interessanterweise, Martin Luther war später, in seinen späteren Jahren, ein ja wirklicher ja, Feind oder hat eben die Heiligenverehrung abgelehnt. Und es ist aber auch bewiesen, dass er 1535 auch noch selbst diesen Brauch dieses Einlegens von Geschenken am Nikolausabend oder in der Nacht praktiziert hat. Ein wichtiger Brauch, ja, den wir alle auch noch kennen, das ist der sogenannte Einkehrbrauchtum. Ich denke mal, deswegen sind auch viele von Ihnen heute da. Wie kann der Einkehrbrauchtum oder der Einkehrbrauch unter Corona-Bedingungen stattfinden? Dieser Einkehrbrauch wurde im Zuge der Gegenreformation zum Kinderprüftag. Also es war nicht immer nur schön, wenn der Nikolaus kam, sondern der fragte auch mal Gebete ab oder auch die guten Taten, die die Kinder vollbracht haben oder ob sie ihren Eltern gehorcht haben. Also das war nicht immer nur schön, dieser Einkehrbrauch. Aber unsere Aufgabe, auch gerade unter Corona-Bedingungen, ist natürlich, das Einkehrbrauchtum auf möglichst schöne Weise für die Kinder stattfinden zu lassen. Historische Bezugspunkte, warum der Bischof in die Häuser kommt, ist die kirchenrechtlich vorgeschriebene Visitation eines Bischofs in den Pfarrgemeinden. Das ist heute auch kirchenrechtlich eben ja vorgeschrieben, dass der Bischof in regelmäßigen Abständen seine Pfarrgemeinden besucht und auch auf den Prüfstand stellt. Und natürlich auch das Weltgericht Gottes am Ende der Zeit, wo Gott das Gute vom Bösen dann scheidet. Genau. Das wäre soweit mein Teil, mein Part zur Theorie. Wie gesagt, falls Sie Fragen haben, schreiben Sie einfach in das Feld F und A. Da stehe ich jetzt auch gerne zur Verfügung und kann Ihnen da auch schriftlich per Chat dann auch noch mal antworten. Und ich gebe zurück an Tobias. Ja, vielen Dank, Julian, für die Einblicke und auch nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Sie bekommen auch die PowerPoint natürlich auch im Nachklang nochmal mit den ganzen Infos zur Verfügung. Gut, ich darf weitergeben. Wir kommen zum zweiten Punkt, nämlich wie geht jetzt dieser Nikolaus mit diesem Reichtum an Bräuchen, an Botschaften, die er mitbringt? Wie geht das in diesem Jahr? Und dazu gibt uns der Christoph Müller erstmal einen Auftakt und erste Gedanken, die sich auch aus dem Vortrag jetzt vielleicht auch ergeben haben. Christoph. Dein Mikrofon könnte sein, dass das nicht offen ist. So, hören mich alle. Eine Erfahrung aus den letzten 3 Tagen. Ich habe mit den Kindergärten gesprochen, habe mich angeboten als Nikolaus, so wie ich es eigentlich jedes Jahr mache. Und die Reaktion war unisono. Schön, dass Sie auch in diesem Jahr kommen wollen, wodurch so vieles ausfallen muss, wodurch so vieles nicht geht, und auf den Nikolausbesuch, da freuen sich die Kinder, das ist doch so wertvoll. Also, warum denn nicht in diesem Corona-Jahr Nikolaus besuchen? Vielmehr, ja, gerne, ja. Einfach 4 Hinweise von uns, die die Person und die Botschaft des heiligen Nikolaus auch dazu mitgeben. Zunächst, es ist die Solidarität des Bischofs Nikolaus mit allen, die in Not sind, somit auch mit mir und mit dir. Und gerade in schwierigen Zeiten denkt Nikolaus an dich und somit denkt Gott an dich, ist immer bei uns. Zweiter Gedanke, Nikolaus hilft mit Abstand. Die zentrale Legende vom Einwurf der goldenen Klumpen, wir haben es vorhin schon kurz gesehen, oder die Rettung der 3 Jungfrauen, ist hier sehr typisch für Nikolaus. Er hilft im Verborgenen und unbemerkt. Es gibt keinen direkten Kontakt, aber Nikolaus war eben segensreich da. Nikolaus hat auch damals schon andere neue Wege gefunden, konkret Kindern zu helfen. Ein weiterer Hinweis gibt uns die Seesturmlegende. Nikolaus lässt sich rufen von den Seeleuten, gerade eben in turbulenten, in stürmischen Zeiten. Er hilft als Heiliger des Himmels, wiederum mit Abstand, sozusagen in anderer Gestalt, hilfreich gegenwärtig bei uns.
Und schließlich, Nikolaus trägt den Nasenschutz, weiße Handschuhe, denn er schützte immer schon Leben, sorgte sich darum, dass alle überleben. Und da ist ja wunderschön die Geschichte vom Kornwunder, dass das uns wunderbar darstellt. Selbstverständlich, dass er diese Verantwortung auch in einer Pandemie dann vorlebt. Deshalb trägt er eine Maske und das dürfen die Kinder meiner Meinung nach auch sehr gerne sehen. Soweit mal diese vier Hinweise. Vielen Dank, Christoph. Ich darf weitergeben an Volker Schwab. Er wird uns jetzt ein paar Hinweise geben, ein paar Ideen, wie das jetzt beim Hausbesuch gelingen kann. Wir haben nachher noch das Thema Einrichtungen und Kindergärten und dann haben wir noch ein paar Ideen, die ganz anders den Nikolaus in diesem Jahr feiern und inszenieren. Aber das, wo vielleicht die meisten auch hier jetzt im Raum sind, ist das Thema ja der Hausbesuche. Und Volker, du hast ein paar Punkte dabei. Wie kann es vielleicht in diesem Jahr ganz gut gelingen? Genau. Ich denke, wenn wir als Nikoläuse unterwegs sind, dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Momente, wo uns Menschen als Nikolaus erleben. Aber da, wo es natürlich am direktesten wird, ist an der Haustür bzw. im Haus. Und von daher war so unsere erste Überlegung, beginnen wir doch mal mit einem klassischen Hausbesuch. Und wir haben natürlich unsere Erfahrungen da jetzt zusammengelegt, haben ja auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Wenn ich jetzt eben in den Chat geschaut habe, dann sind da natürlich Hunderte beziehungsweise Tausende von Jahren Erfahrung da drin. Und bei vielen wird man vielleicht sagen, das passt nicht zu meiner Situation, das habe ich noch nie erlebt oder das kann ich nie machen, möchte ich vielleicht auch nicht. Ich denke, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir auch nochmal genau schauen, was können wir auch als Nikolaus-Darsteller. Also von daher ein gutes Sammelsurium an Ideen, an Möglichkeiten, wie wir es dieses Jahr gut machen in den Häusern. Aber trotzdem nochmal der letzte Blick, der ist wirklich bei euch, Nikoläuse, wie das zu machen ist. Das heißt, wir kamen eigentlich auf drei Versionen von so einem Hausbesuch. Der erste, der wäre ganz klassisch, wir gehen ins Haus. Eine zweite Version wäre, wir bleiben an der Türe stehen. Das heißt, wir besuchen die Menschen auch, gehen aber nicht eben ins Haus rein, wo ihr dann doch mit verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen halt auch, wir mit denen umgehen müssen. Und eine dritte Möglichkeit, unsere Häuser, unser Daheim beschränkt sich ja nicht nur auf unsere vier Wände drin, sondern die meisten von uns haben eine Möglichkeit, eine Terrasse, einen Garten, sonst irgendwas zu haben, vielleicht auch ums Haus rum irgendwo eine Möglichkeit, wo wir einen Hausbesuch trotzdem auch stattfinden lassen können. Also das wären so die drei Dinge. Wir gehen ins Haus, dann wäre natürlich ganz klar, da setzen wir voraus, ein Mundschutz muss getragen werden. Der Mundschutz, der kann ganz, ganz gut und ziemlich verdeckt wirklich auch unterm Bart getragen werden. Also auch nochmal so eine Sensibilisierung bei allem transparent machen. Wir haben dieses Jahr wirklich eine Ausnahmesituation. Wir versuchen da nichts zu mogeln. Es muss nicht versteckt werden, dieser Mundschutz. Hat er trotzdem so die Funktion, der kann sehr diskret unter dem Bart getragen werde. Also ich glaube, so ein ganz offensives, ich ziehe das jetzt auch über den Bart, tut vielleicht der Sache nicht unbedingt jetzt gut, wäre natürlich eine Möglichkeit. Unsere Idee war, unter den Bart gibt es ja auch jetzt so die schönen Masken, die dann teilweise auch wirklich weiß, also gerade diese OP-Masken, die Einmalmasken, die auch weiß sind, die unterm Bart wahrscheinlich sehr diskret rüberkommen. Da wäre es wichtig, den auszuprobieren. Also die schlimmste Szene wäre, ich ziehe das vor dem Hausbesuch auf und merke, ich kann entweder gar nicht richtig atmen durch diesen Mundschutz oder er verdeckt jetzt mein Ohr, wo eigentlich der Bart drüber gehört und mir rutscht der Bart die ganze Zeit. Also ich glaube, eine noch intensivere Vorbereitung wirklich meines Auftritts im Haus ist auch gerade dieses Jahr wichtig. Die weißen Handschuhe wurde eben schon angesprochen, also ich glaube so, der Besuch im Haus, Mundschutz, Handschuhe als mögliche Schutzmaßnahme, das ist eigentlich das Mindeste, was wir machen müssen. Weiter geht's im Haus eigentlich, dass wir auf das Singen ziemlich verzichten müssten. Also
wenn wir logisch rangehen und sage auch, so wie wir, keine Ahnung, in Gottesdiensträumen, in Schulen und sonst irgendwie mit einem Abstand singen müssen, das können wir fast eigentlich bei dem klassischen Szenario Hausbesuch nicht machen. Also auch da nochmal Wert drauf legen, was ist denn überhaupt möglich bei so einem Hausbesuch? Wir müssten uns vorher klar werden, wer ist denn überhaupt eingeladen? Also ist das eine Familie? Wenn wir so auf die letzten oder auf Erfahrungen einfach von einem Hausbesuch zurückgreifen, Familien feiern gern gemeinsam. Oder es wird die Oma und der Opa eingeladen. Da kommt noch eine Tante dazu. Die Nachbarn werden noch eingeladen, weil es eben so was Tolles ist, dass der Nikolaus zu uns kommt. Das wäre im Vorfeld ganz, ganz wichtig, das abzuklären, auch mit der einladenden Familie, die uns anfordert, wer kommt denn überhaupt zu euch? Wie groß ist denn die Wohnung überhaupt? Passe ich da rein als Nikolaus überhaupt? Dass wir da nochmal genau Wert drauf legen. Ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal zu klären, war auch eben schon mal die Frage im Chat, wie sieht es denn aus mit der Verantwortlichkeit? Also natürlich ist die Familie, die uns sozusagen bucht, die uns einlädt, erstmal verantwortlich dafür, nach den Vorgaben jetzt des jeweiligen Landes, da gibt es ja gewisse Unterschiede, aber eben nach diesen geltenden Vorgaben, halt auch zu gucken, wen darf ich denn in meine Wohnung einladen? Was muss ich beachten? Wie viele Personen dürfen in dieser privaten Feier überhaupt da sein? Aber so ganz zurücklehnen dürfen wir uns als Nikoläuse nicht. Also wissend, dass wir eigentlich in ein Szenario reingehen, das rein rechtlich gar nicht tragbar ist, dürfte man natürlich auch nicht machen. Also ich glaube, es ist vorher auch nochmal mit den Familien eine gute Absprache nötig. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie soll das stattfinden? Und wenn wir merken, naja, in der Wohnung wird es eigentlich zu eng, dann wäre ein Vorschlag von uns, wie wäre es denn, wenn wir an der Tür stehen bleiben als Nikolaus? Also durchaus die Familienfeier drin stattfinden kann und wir als Nikolaus kommen eben wo auch immer auf die Treppe, auf der Vorgatte, irgendwo in einen Hausgang, wo es mir als Nikolaus einfach auch möglich ist, Abstand zu halten. Das ist das Wichtige. Und wir hatten da so eine ganz schöne Abstandsregel, also eine Stablänge. Ein Bischofsstababstand, das ist so unser Kreis, den wir so brauchen um uns rum. Ich denke, da sind wir so auf der richtigen Fährte, weil der ist eben mindestens 2 Meter lang und dann kommen wir da in eine gute Abstandsregelung. Wenn wir so an die Tür gehen, ist natürlich auch nochmal die Frage, wo und wann und wie wird gesungen. Also ein Vorschlag wäre der Familie zu sagen, begrüßt uns doch mit einem Lied, dann kommt der Nikolaus da so anmarschiert, es ist schon ein bisschen eine feierliche Stimmung und singt am Schluss nochmal ein Lied. Und wenn man merkt, naja, das ist jetzt zu dicht, dann kann das auch schon im Weglaufen sein, da muss ich als Nikolaus gar nicht dabei stehen bleiben, wenn da gesungen wird. Das Singen gehört dazu, wir haben auch gesagt, das soll nicht zu kurz kommen, aber vielleicht sind die Familien kreativ und es wird eben Musik über einen CD-Player eingespielt oder die Kinder zoomen mit, es gibt ganz, ganz tolle Bewegungslieder, die Kinder auch in der Kindertageseinrichtung lernen, wo man eben Bewegungen zu einem Lied macht. Das ist für Kinder manchmal genauso wichtig, wie wenn sie selber singen können. Also solche Dinge, wo man wirklich merkt, naja, es ist eine Absprache dieses Jahr vielleicht viel, viel umfangreicher. Es ist eigentlich so ein bisschen ein Vorabgespräch, wie gestalten wir so diesen Hausbesuch, der mag sicherlich ein bisschen vielleicht umständlicher sein, aber ich glaube, letzten Endes, damit wir nicht in unvermittelte Situationen kommen, wo wir dann doch nicht richtig weiter wissen, ganz, ganz wichtig. Also eine große Einladung, einfach auch so das Anmeldeprozedere vielleicht dieses Jahr ein bisschen zu verändern. Und dann wäre auch die Frage, bieten wir vielleicht Familien auch an, geht doch ganz ins Freie. Macht ein schönes Lagerfeuer auf der Terrasse, da gibt es schöne Feuerkörbe oder sonst irgendwas, wo die vielleicht auch so in ihrer Freizeit immer mal wieder auch sitzen, auch im Herbst oder im Winter. Also wie sieht es im Garten aus? Wäre das eine Möglichkeit für uns, da hinzukommen? Da kann die Feier vorher schon losgehen. Die können sich schon zu einem Glühwein irgendwie im Garten treffen und wir vereinbaren eine feste Zeit, wo wir als Nikolaus mit dazustoßen. Und ab dem Moment sind wir mit dabei und können da eben jetzt auch wirklich unsere Botschaft in den Mittelpunkt stellen. Dann haben wir so ein bisschen die ganzen Rahmenbedingungen schon mal ein bisschen außer Betracht gelassen, können uns aufs Wesentliche konzentrieren.
Ganz oft werdet ihr jetzt wahrscheinlich an euch als Nikoläuse denken und vielleicht auch im Hinterkopf haben, naja, ich habe meinen Knecht Ruprecht dabei oder ich habe ein Engelchen dabei oder einen Helfer, wie auch immer. Da gibt es ja regional große Unterschiede. Es wäre sehr, sehr wichtig, das auch im Vorfeld zu bedenken. Braucht ihr, auch wenn es die Tradition bisher immer so gegeben hat und auch wenn es gut war bis jetzt, braucht ihr den Knecht Ruprecht, braucht ihr den Begleiter? Es ist eine weitere Person, die in Anführungszeichen im Weg steht, die Platz verbraucht, die vielleicht euch behindert in der Art und Weise, wie ihr euch geben wollt. Das wäre die eine Frage. Die andere Frage ist sicherlich, naja, ihr habt jetzt Mundschutz dabei, ihr habt vielleicht Desinfektionsmittel dabei, keine Ahnung. Da geht es ja auch nochmal drum, wenn ihr weggeht von einem Hausbesuch zum nächsten, ist natürlich auch wichtig, wie bei aller anderen Dinge, naja, eigentlich desinfiziere ich mir meine Hände oder gucke ich, lege ich meinen einmal Mundschutz ab, weil der wahrscheinlich auch recht voll geschnauft wird, dann braucht ihr einen neuen. Ihr braucht einen Fahrer normalerweise, um so ein bisschen entlastet zu sein. Also das heißt, die Person des Helfers, der Helferin, klassischerweise natürlich Knecht Ruprecht, die wird ja trotzdem wichtig sein. Aber lassen wir den vielleicht an dem Abend in diesem Jahr wirklich im Auto. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder abseits, dass der gut auch am Gattertor steht, aber eben nicht mit in die Runde geht. Also überlegt euch das gut. Wie sieht es mit Begleitung aus? Eine ganz wichtige Frage. Ansonsten denke ich, wäre nochmal wichtig, dieses Vorfeld eben, was ihr im Vorfeld abklären könnt, dass ihr das nochmal ganz genau euch vor Augen führt. Also was muss geklärt werden? Was für Angebote macht ihr? Was könnt ihr auch machen? Und auch noch mal zu gucken, das Abstandsgebot einfach, das müsst ihr unseres Erachtens einfach auch im Vorfeld ganz klar den Menschen sagen, die wir besuchen. Das ist für uns Grundvoraussetzung. Also auch nicht irgendwie das Gefühl haben, wir kommen da jetzt mit komischen Vorstellungen oder wir machen das schon möglich, weil es natürlich was sehr, sehr Schönes ist. Unser Nikolausdienst, der ist so wertvoll und wichtig, dass wir vielleicht versucht sind, ich sehe zwar, bei euch ist wahnsinnig eng und das klappt auch nicht und singen wollt ihr natürlich auch noch. Also ich komme zu euch und mache das, weil ich es gut meine. Und ich glaube, der Schuss kann nach hinten losgehen. Also wirklich nochmal so im Vorfeld klar zu machen, wir möchten gerne einen sicheren, schönen Hausbesuch bei euch machen. Und da sind unsere Angebote. Und wie gesagt, da muss man vielleicht ein bisschen halt auch nochmal gucken, natürlich auch auf die Bundesländer, auf die Vorschriften, die es gibt. Das Landratsamt war eben schon mal so auch im Chat genannt. Natürlich kann man da Informationen vorab einholen, was ist bei uns jetzt gerade im Moment wichtig und muss gemacht werden. Trotz allem, denke ich, müssen wir auch so flexibel sein, auch bei einer Anmeldung und auch bei einer Ausschreibung von so einer Nikolausaktion, dass wir eigentlich darauf hinweisen, es kann natürlich sein, bei aller Absprache und bei allem Vorausplanen, an dem konkreten 6. oder wann auch immer ihr unterwegs seid, wird uns ein Riegel vorgeschoben und das oder jenes ist nicht möglich. Alternativen im Blick behalten. Also was ist, wenn wir trotz guter Planung am 6. sagen müssen, ich darf nicht zu euch kommen, weil es von wem auch immer verboten wurde, dass man vielleicht im Vorfeld schon Alternativen anbietet. Eine gute Möglichkeit wäre zum Beispiel auch zu sagen, so wie wir auch gottesdienstmäßig die Familien stärken, wo kriegt ihr an diesem Abend Informationen um euren Abend, wo ihr ja eure Gäste trotzdem wahrscheinlich, wenn es möglich ist, eingeladen habt, aber zumindest mit der Familie zusammensitzt. Wo könnt ihr euch Informationen holen? Es gibt eine Internetseite, die werde man nachher auch nochmal veröffentlichen, steht auch im Handout drin, www.nikolausvonmyra.de. Da gibt es Möglichkeiten, wie kann ich so einen Abend gestalten und den einfach schon mal im Blick behalten. Ich glaube, so als Zusammenfassung würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall im Blick haben, was müssen wir beachten? Was müssen Familien und aber auch wir als Nikolausdarsteller beachten? Und aber die zweite Schiene, nochmal viel stärker drauf gucken, was macht es uns in dem Jahr vielleicht nochmal mehr zu einem Highlight? Also wenn wir schon erscheinen, wenn wir gerade so das, was wir eben ja als kleine Vorbereitung gehört haben, dieses ganz, ganz Gute und so Schöne des Nikolausbesuchs, wenn wir das irgendwie hinkriegen möchten, dann soll es halt im besten Falle auch nicht verkrampft rüberkommen. Also was tut uns als Nikolaus-Darsteller ganz gut? Was können wir gut? Was macht uns auch Spaß, trotz aller Beschränkung? Und was können wir aber auch für die Familien denken? Dieser Abend soll für euch
vielleicht auch gerade, weil es drumherum so ein bisschen schwierig aussieht, der soll für euch ein Highlight werden. Und ich glaube, wenn man diese beide Schiene beachtet, was müssen wir beachten, wo können wir auch nicht drüber hinwegsehen, und auf der anderen Seite, was haben wir auch im Ärmel von unserem schönen Nikolausgewand, das wir rausziehen können und euch einen ganz tollen Nikolausbesuch bescheren. Ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viel geschafft. Das wäre die eine Sache, was Hausbesuche angeht. Aber wir haben ja noch andere Einsatzfelder und da würde ich jetzt wieder zurückgeben, was wir noch so als Nikoläuse können. Ja, danke, Volker. Ich greife auch gerade mal noch so aus den Frage und Antworten ein paar Punkte noch raus. Das ist natürlich wirklich nur eine Möglichkeit. Wir haben jetzt sozusagen uns für diesen Mundschutz unter dem Bart entschieden. Haben aber auch in unserem Handout, lernen Sie das auch nochmal lesen, geschrieben, wenn die Kinder das merken, ist es ja sehr gut. Die älteren Kinder sind sehr sensibilisiert für das Thema. Also auch ich habe Kinder von 1, 3 und 5 Jahren, die checken das voll und ganz, dass es halt den Mundschutz gibt. Ja, das heißt, da ist sozusagen, der Nikolaus hat auch einen Mundschutz. Warum der den jetzt unterm Bart trägt, das ist für Kinder, dann nimmt man dann so hin. Uns war es jetzt nochmal, aber das, wie gesagt, es war unsere Entscheidung, wenn Sie sagen, ich komme gerne mit Mundschutz überm Bart als Nikolaus, um ganz bewusst zu sagen, schaut mal, der Nikolaus ist ein gutes Vorbild, ist das, denke ich, auch eine sehr, sehr gute, brauchbare Version. Ja? Und das dann gleich von Anfang an gezielt thematisieren. Ja? Für uns war es der Grund, es unterm Bart zu tragen, um auch so ein bisschen, der Nikolaus hat ja fast so ein bisschen eine mystische Figur und Ausstrahlung. Ja? Und da haben wir irgendwie gedacht, da wollen wir auch mit diesem, sagen wir mal, Rauschebart, mit der Mitra, mit der Größe der Figur, sagen wir mal, diese besondere Figur da auch stark machen. Christoph hat auch noch einen Beitrag dazu. Wenn sich jeder mal vorstellt, Gott kommt morgen auf Besuch in euren Ort, geht einkaufen, geht in den Kindergarten, trägt er Mundschutz oder nicht? Ich würde sagen, er trägt einen Mundschutz rein aus Solidarität mit uns Menschen. Und ich denke auch, der Nikolaus, der da vom Himmel kommt, dem steht es auch zu. Super. Genau, und dann ein anderer Beitrag noch aus den F&A-Fragen und Antworten war nochmal das Thema Gesundheitsamt. Also du hast es ja schon gesagt, Volker, einfach wirklich nochmal die Ermutigung, im Vorfeld schon abzuklären, wie jetzt da der Kollege, der es in Frage und Antworten reingeschrieben hat, ist zwar keine Frage, aber ist okay, ist eine gute Info. Also da kann es natürlich sein, dass dann das Landratsamt, Gesundheitsamt sagt, wir empfehlen Ihnen nicht in die Häuser zu gehen. Da hatten wir dann die Möglichkeit, wie gesagt, an der Türschwelle, im Garten, draußen, die Version hat der Volker jetzt gerade vorgestellt, dann auch so eine Möglichkeit, finde ich auch charmant, jetzt aus eigenem Bedarf zu sagen, da kann ich noch eine befreundete Familie einladen, muss natürlich gucken, dass es unter den offiziellen zulässigen Zahlen ist von Haushalten, die zusammenkommen, aber kann das dann im Garten machen mit einer Feuerle oder so, kann das unter Umständen sogar noch beeindruckender werden, wie das bisher im Wohnzimmer war. Gut, der zweite Punkt, der nächste, also wie gesagt, auch gerne nochmal die Fragen reinstellen. Sie merken, wir gucken, dass wir auf die einzelnen Punkte auch immer wieder eingehen. Der nächste Punkt berührt auch ein bisschen die Frage, die im Chat, die in den Fragen und Antworten steht. Wie sieht es auf Weihnachtsmärkten aus, die stattfinden? Also der Nikolaus besucht ja auch Einrichtungen, wird eingeladen von größeren Veranstaltungen. Und der Punkt, der wahrscheinlich am häufigsten vorkommt, sind Kindertageseinrichtungen und Schulen. Und analog dazu können Sie das einfach auf Veranstaltungen auf dem Weihnachtsmarkt, Adventsmarkt oder wie auch immer übertragen. Die Grundregel lautet immer natürlich die Einrichtungsleitung und die dort geltenden Regeln in der Einrichtung sind maßgebend. Da Sie die nicht kennen oder wahrscheinlich nicht kennen, wenn Sie nicht zufällig dort arbeiten, ist der beste Schritt und der schönste Schritt zu sagen, ich setze mich natürlich fragend in Verbindung mit den Einrichtungen, bei denen ich bisher war. Wenn Sie sagen, Sie fanden das selber so toll, also ich glaube, dass diese Initiative von Nikoläusen selber aus ein sehr schönes Zeichen war. Und der Christoph hat selber das persönlich erlebt, dass er in seiner Einrichtung, ich weiß gar nicht mehr was, ein Seniorenheim oder was war es, im Kindergarten, Kindergarten angerufen hat und gesagt, wie sieht's aus? Ich kann mir sehr gut vorstellen, als Nikolaus zu kommen. Geht es überhaupt und was muss ich beachten?
Und da kriegt man dann meistens eine sehr klare Antwort. Das kann ja auch individuell von Einrichtung zu Einrichtung kann dann eine verantwortliche Person eher verhalten sein. Das gibt es auch. Das muss man dann einfach akzeptieren. Wie gesagt, es gelten die Regeln der Einrichtung. Das hat auch einen anderen Grund, warum diese Nachfrage und dieser gute Kontakt zu der Einrichtungsleitung so wichtig ist, weil natürlich jede Einrichtungsleitung auch wirklich von der Trägerschaft abhängig kann. Jeder Träger, ob das die Caritas, die Kirchengemeinde, ob das eine Kommune ist, haben unter Umständen unterschiedliche Regelungen, was externes Personal angeht. Auch die Bundesländer sind natürlich wieder sehr unterschiedlich, was das angeht. Auch lokale Unterschiede werden wahrscheinlich auch zunehmen, wenn es Infektionslagen gibt, die lokal unterschiedlich sind. Das heißt, das ist sozusagen die eigentlich selbstverständliche, vernünftige Regel nachzufragen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, wie das aktuell im jetzigen Stand in den kirchengemeindlichen Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg aussieht. Da konnte ich vorgestern noch mit der Frau Remlinger telefonieren. Da ist es so, dass bei uns in den Kindergärten für externe Fachkräfte, wenn zum Beispiel Sprachförderung jemand kommt, der eigentlich sonst in der Einrichtung nicht tätig ist, für Personen, die von außen kommen, muss eine Gesundheitsbestätigung unterschrieben werden. Da bestätigt man sozusagen als eintretende Person in der Einrichtung, bestätigt man, ich war nicht irgendwie im Risikogebiet im Urlaub, ich habe keine Anzeichen und Symptome, fühle mich gesund und so weiter. Und diese Bestätigung, da braucht man nicht zum Arzt gehen, sondern die Bestätigung, die gibt man sozusagen selber, unterschreibt da. Aber wie gesagt, gibt es bei den Einrichtungsverantwortlichen schon Übung und deswegen kann man das auch für Nikolaus, sofern es gewünscht wird, natürlich auch übertragen. Soweit mal. Was natürlich klar ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, bei den allermeisten Kindergarten-Tageseinrichtungen und Schulen ist natürlich eine Vermischung der Gruppen und Kohorten nicht möglich und nicht gestattet. Das heißt, vielleicht waren Sie früher immer als Nikolaus zum Beispiel im Turnraum des Kindergartens mit allen Kindern der Gruppe und haben sozusagen einen Besuch auf einen Schlag gemacht. Das geht natürlich nicht mehr, sondern die Verantwortlichen dort, die Fachkräfte müssen natürlich schauen, dass die Gruppen getrennt bleiben. Aber kein Problem. Ich war jetzt auch schon öfters in Kindergärten, wo ich einfach gruppenweise in Kleingruppen die Gruppen besucht habe. Und von dem her ist sowas auch zu organisieren. Ist vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger, aber kann vielleicht dann auch ein bisschen persönlicher und intensiver sein. Auch bei den Kindergärten gibt es natürlich die Möglichkeit, nicht in der Einrichtung zu sein, sondern sich im Garten quasi bis hin zu, dass die Kinder in der Einrichtung am Fenster stehen und der Nikolaus kommt vorbei, ist draußen sichtbar. Sie können im Prinzip, je nachdem, wie Sie auch zum Beispiel selber, wenn Sie selber Risikoperson sind und sehr vorsichtig sind, dann kann es Ihnen ja zum Beispiel auch eine Version sein, zu sagen, ich bin wirklich von Weitem, komm vorbei und hinterlege sozusagen einen kleinen Gruß vom heiligen Nikolaus vor der Türe. Und die Kinder haben dann beim Vorbeiziehen den Nikolaus gesehen. Das kann für Kinder unter Umständen sogar noch spannender sein. Da hat das Ganze dann noch so diesen geheimnisvollen Aspekt. Wie gesagt, schauen Sie, wie sie selber dazu stehen, wie viel sie Verantwortung für sich und für andere da tragen können. Wenn sie sich im Rahmen der Regelungen aufhalten, ist es eine Entlastung, also ist es richtig und ist sozusagen auch eine Entlastung für sie zu sagen, sie haben da nichts falsch gemacht. Und trotzdem kann es sein, dass sie individuell auch sozusagen sagen, oh nee, es ist mir wirklich einfach zu heikel, ich fühle mich da so unwohl. Und vielleicht gibt es dann sogar eine ganz andere Möglichkeit. Und die stellt uns der Christoph jetzt noch vor. Wir haben quasi mal noch ein paar ganz neue Wege versucht zu skizzieren. Könnte aber sein, ich weiß ja nicht, könnt ihr mal sagen, kam aus dem Chat noch mal was oder aus den Fragen und Antworten? Eine spannende Frage, die wir jetzt gleich beantworten können, weil wir sind ganz gut in der Zeit. Christoph, du hast das Mikrofon schon offen, stand da nochmal was? Also ich glaube, was nochmal eine gute Frage wäre, wenn wir so ganz in den Bereich gehen,
wie sieht es denn aus mit Corona-Tests? Also bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich jetzt gerade irgendwie frisch negativ getestet wurde, kann ich mir Vorsichtsmaßnahmen sparen oder muss ich sogar vorher einen Corona-Test machen? Ich glaube, so in die Richtung, da hatte man jetzt doch so 2, 3 Anfragen. Wäre es vielleicht auch noch mal gut, Sicherheit zu schaffen oder so eine Einschätzung zu geben? Also prinzipiell ist ja die Sicherheit eines negativen Corona-Tests zeitlich sehr begrenzt. Also ich kann eigentlich direkt, nachdem ich diesen negativen Test, wie auch immer man den kriegt, per Post oder wenn ich den irgendwo abhole, kann ja schon auf dem Weg irgendwo mir das nächste Virus einfangen. Also so eine richtige Sicherheit, um zu sagen, ich wurde jetzt negativ getestet und muss Dinge irgendwie nicht beachten, gibt es ja eigentlich nicht. Also ich würde generell immer vorschlagen, auch wenn man selber natürlich weiß, keine Ahnung, man hat jetzt einen negativen Test, ist man ja umso sicherer, aber von außen sieht uns das ja niemand an. Von daher würde ich trotzdem sagen, also immer da, wo Menschen aufeinandertreffen, immer Mundschutz und natürlich auch desinfizieren. Die andere Sache, also eine Vorsichtsmaßnahme, um jetzt einem Nikolaus-Darsteller praktisch zu empfehlen, mach doch vorher einen Test, würde ich jetzt als übertrieben eher sehen. Also ich glaube, es gäbe keine Notwendigkeit, sich vorher testen zu lassen, bevor man in diese Aktion geht. Ich habe noch eine spannende Frage jetzt gerade, wie werden die Geschenke überreicht? Muss gestehen, ich habe mir dazu ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist eine sehr gute Frage, weil man natürlich da eigentlich ja mindestens die Stablänge des Bischofsstabs, wenn man jetzt das in die Hand drückt, unterbricht. Eine Idee, die mir spontan kommt, ich weiß nicht, ob meine Nikolaus-Kollegen jetzt gleich den Kopf schütteln oder nicken, ist die folgende. Unser Thema war bei unseren allen Nikolauskursen immer schon, dass wir sagen, Geschenke absolut ganz am Schluss. Ja? Weil sonst kann man alles andere, was man machen will, an Botschaft, kann man vergessen. Ja? Das wäre dann vielleicht eine gute Kombination, tatsächlich auch zu sagen, ich habe da einen Sack, oder also wenn die Geschenke sozusagen in kleinen Säckchen verpackt sind, ja, das je nachdem, wie die Eltern das ja auch vorbereitet haben, kann man die sozusagen dann irgendwo auf der Ablage oder unterm Baum, wollte ich schon sagen, der steht da wahrscheinlich noch nicht, auf einer Ablage kann ich die Geschenke ablegen und kann dann sagen, liebe Kinder, wenn ich draußen bin, dann dürft ihr eure Säckchen holen. Dann habe ich wirklich, sagen wir, 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe den Mindestabstand eingehalten und ich bin wirklich draußen, wenn das große Geschenke auspacken losgeht. Generell sagen wir auch immer, aber diese Infos können Sie sich mal bei einem anderen Kurs bei uns holen. Da haben wir natürlich, wir sind ja immer dafür, Geschenke zu minimieren, aber da werden Sie wahrscheinlich als Nikoläuse genau die gleiche Haltung haben wie wir. Was meint ihr zu der Idee, Volker? Also kann ich sehr unterstreichen. Ich hatte eben auch gerade so die Idee, es wirkt ja noch spannender für Kinder. Also gerade wenn dann irgendwo klar ist, so wie du gerade gesagt hast, man geht mit diesem Satz, jetzt guck doch mal da und da nach und dann ist man so entschwunden und die große Freude kommt dann danach. Also das hat so das Geheimnisvolle, was wir ja beim Nikolausbesuch durchaus auch aufrechterhalten möchten, hat es sicherlich noch drin. Mir kommt wieder so mein Vorbereitungsgespräch in den Sinn. Also das heißt, auch sowas müsste abgeklärt sein. Wenn ich dann natürlich da an der Tür stehe und sage, wo habe ich nochmal meine Geschenke deponiert für euch und gucke dann so irgendwo Richtung Mama oder Papa, dann ist natürlich auch peinlich. Also da muss natürlich auch klar sein, ich weiß als Nikolaus natürlich, wo ich die Geschenke liegen habe. Das heißt, vorher muss das irgendwo in einem Anmeldegespräch oder zumindest irgendwo in einer Notiz, muss das vorher klar zwischen uns geregelt sein, zwischen der Familie und mir. Aber bevor es irgendwie blöd rüberkommt oder ich mit ausgestreckter Arme irgendwo so mit Fingerspitzen da das Geschenk rüberreiche, nur dass ich im Abstand bleibe, das wäre natürlich nicht förderlich. Da würde ich auch sagen, also dann lieber dieses schöne Deponieren irgendwo und die Kinder freuen sich nachher, was der Nikolaus da gelassen hat. Genau, noch die Frage, können wir auch live nur beantworten, die Frage nach den Sportvereinen oder eben, das trifft ja auch auf den Adventsmarkt zu. Da gilt natürlich das Hygienekonzept und die Regeln, die sozusagen von dem jeweiligen Veranstalter dann erstellt werden muss. Ja, wenn jetzt irgendwie ein Sportverein halt irgendwie eine Mitgliederversammlung hat und da kommt der Nikolaus dazu, dann muss natürlich die Mitgliederversammlung mit den jeweiligen Corona-konformen Bedingungen organisiert sein.
Und dementsprechend fügt sich da der Nikolaus dann in diese Regelung ein. Das Gleiche gilt für einen Adventsmarkt. Sollten sie denn stattfinden, ich weiß noch von gar keinem, wo stattfinden wird. Aber da gilt natürlich genau das Gleiche. Da wird es dann halt auch nochmal mit dem Thema Mikrofone. Aber da denken ja normalerweise, gerade bei größeren Geschichten, sind ja die Veranstalter sehr penibel, auch was sowas angeht, dass da zum Beispiel Mikrofone desinfiziert werden, beziehungsweise mit einem separaten Schutz für jede Person, die ans Mikrofon tritt, vorbereitet werden. Also das ist da sozusagen, muss man da wirklich dann einfach vor Ort absprechen. Gut, wir kommen weiter. Mit dem sowieso nicht Start kam ja noch eine Meldung im Frage- und Antwort-Tool, eine Aussage. Wir kommen zu dritten Punkt, nämlich mal ganz anders denken. Da als kleine Vorrede, es ist gerade, wenn wir sehr liebgewonnene, ich habe vorher gelesen, jemand 40 Jahre lang schon Nikolaus und so weiter, da wird es manchmal gerade, da ist man bei liebgewordenen Traditionen oft so, dass man sich andere Wege nicht vorstellen kann. Wir haben mal versucht, ein bisschen quer zu denken und zu überlegen, wie könnte der Nikolaus denn noch kommen? Und deswegen hoffen wir, dass wir Sie da anregen, da auch mal vielleicht andere Wege auszuprobieren. Wer weiß, ob es bei Ihnen passt, das müssen Sie vor Ort wissen. Christoph Müller erzählt uns von noch anderen Wegen. Ja, wieder hallo. Ob es so wirklich so neu jetzt noch ist, wir haben so viele schon angesprochen, das wage ich fast zu bezweifeln. Vieles ist schon angeklungen. Ich stelle vier Modelle vor. Einmal Modell, der Nikolaus geht angekündigt durch die Straßen. Das wäre also so dieser Mini-Besuch. Nikolaus kommt angemeldet, wird von den Kindern am Fenster entdeckt, winkt zu, kommt an der Haustüre vorbei. Dort haben die Eltern schon etwas an Geschenken gerichtet. Der Nikolaus könnte noch was dazugeben, wenn es so der Brauch wäre. Geht dann aber auch wieder. Es kommt zu keinem persönlichen Kontakt. Die Kinder dürfen dann anschließend eben an die Haustür runterrennen und finden das vom Nikolaus Abgegebene. Durchaus ja so, wie die Legenden es in der Streu- und im Wurfbrauchtum so uns anbieten. Klar wäre, dass das dafür auch wieder eine gute Anmeldung braucht, dass da Absprache gibt und ähnliches mehr. Die zweite Idee wäre, der Nikolaus geht unangekündigt durch die Straßen eines Ortsteils, ohne dass eben die Familien wissen, zu welcher Uhrzeit und wo genau. Ich stelle mir das absolut faszinierend vor. Man begegnet dem Nikolaus zufällig, der winkt freundlich zu, es bleibt beim Abstand. Vielleicht für ein paar spontane Begegnungen hat er auch noch ein paar Schoko-Nikoläuse dabei, aber ansonsten ist es die Faszination, man ist dem Nikolaus begegnet. Und gern herzliche Einladung am 6.12., wer in St. Weyer sein sollte, zwischen 18 und 19 Uhr, da läuft ein Nikolaus durch den Ort. Daraus könnte auch ein Spiel gemacht werden, das müsste dann allerdings angesagt werden, dass Kinder eine Postkarte selber gestalten und an den Nikolaus dann schreiben im Sinne von, ich habe dich gesehen, danke für deinen Teller, für dein kleines Geschenk an der Tür, ich habe es gefunden. Die Postkarten könnten dann anschließend zum Beispiel ans Pfarrbüro gehen, aus ihnen entsteht vielleicht eine Collage an der Kirchenpinnwand oder es gibt eine Verlosung, ein großer Schoko-Nikolaus wird da eben verteilt oder andere Ideen. Das war der Nikolaus, der unangekündigt ist. Die dritte Idee, noch freier, noch kontaktloser irdisch gesehen, der Nikolaus wird um seine Hilfe gebeten. Also die Familie tut wirklich zu Hause das kleine Fest gestalten, hat Lieder, Gedichte, eine Nikolauslegende, aber eben als viertes Element ganz bewusst ein Gebet an den heiligen Nikolaus, wo er um seine Mithilfe gebeten wird in dieser Situation für die Familie, ähnliches mehr. So wie es eben auch in der Seesturmlegende die Seeleute damals getan haben. Und dann noch viertens, das wurde jetzt schon oft genannt, bitte seid mit der Wahl des Ortes da auch erfindungsreich und beweglich. Das muss nicht immer zu Hause sein, das muss nicht immer in der Einrichtung sein. Das kann der Dorfplatz sein, der Marktplatz sein,
Das kann draußen auf dem Feld sein oder am Waldrand. Das kann auf einer Freilichtbühne sein. Das kann im Autokino sein und natürlich auch in einer Kirche, in einem Kirchenraum. Und die bieten momentan den Vorteil, dass dort schon in der Regel Markierungen, Abstandsmarkierungen angebracht sind, dass es eine Platzordnung gibt, dass ein Hygienekonzept vorliegt. Also warum nicht auch einen Nikolausbesuch geplant in einer Kirche? Zumal, hoffentlich haben alle schon in den Kalender geschaut, der 6. Dezember dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, auf den 2. Advent. Also warum nicht auch mal den Nikolaus einladen in einen Gemeindegottesdienst, ihn dort auftreten lassen und dort eine Legende erzählen lassen? Warum den Besuch da nicht einbauen, gerade auch dann, wenn vielleicht der Gottesdienst live im Internet übertragen wird oder auch sonst natürlich. Das waren jetzt 4 konkrete Beispiele, die anregen sollen, das eigene vor Ort dann tatsächlich umzusetzen. Ja, hoffentlich hat bei Ihnen so die eigene Freude, weiterzudenken, eingesetzt. Das hilft ja manchmal, wenn man so ein paar Schubser kriegt. Oder Sie hatten schon ähnliche Ideen. Mir kam gleich der Gedanke nochmal, wenn der Nikolaus unangemeldet durch die Straßen zieht und tatsächlich zum Beispiel echte Schoko-Nikoläuse verteilt. Da wäre es dann natürlich zum Beispiel sinnvoll, einen Helfer dabei zu haben, der mit Plastik, also mit Schutzhandschuhen und mit Mundschutz die Nikoläuse verteilt. Dann haben wir das sozusagen das Abstandsproblem gelöst, weil so wie jetzt bei einer Essensausgabe natürlich auch Leute auf näheren Kontakt miteinander arbeiten dürfen, wenn sie halt die richtigen Schutzmaßnahmen haben. So würde das dann halt in dem Fall funktionieren, dass da ein Helfer dabei wäre. Gut. Ich hoffe, das hat Sie angeregt. Wie gesagt, die Umsetzung können Sie selber nochmal schauen, was bei Ihnen passt. Mir fällt noch so das Thema, die Menschen, die in Ihrem Dorf oder in Ihrer Stadt den Sternsingerbesuch organisieren, die haben oft auch gutes Know-how, wie man Anmeldungen und so einen Weg durch die Straßen gut organisiert. Ja? Also ja. Im Prinzip wäre die erste Version, Christoph, wenn du dein Mikrofon ausmachst, genau, ich mach's gerade. Genau. Die erste Version, die Christoph Müller vorgestellt hat, war die Version, dass man auf Anmeldung durch die Straßen zieht und an dem Haus vorbeikommt und den Kindern zuwinkt. Das wäre, denke ich, ja wirklich so machbar. Die Eltern müssten dann eine Instruktion kriegen. Ich komme zu der und der Uhrzeit, gucken Sie, dass dann sozusagen der Teller vor der Türe schon oder das Säckchen vor der Türe schon bei Ihnen vor dem Haus oder vor der Eingangstüre vorbereitet ist. Und ich werde dann da und da durch die Straße XY ziehen, in dem Zeitfenster von 18 Uhr und 18.15 Uhr. Halten Sie sich da bereit und sagen Sie den Kindern, müssen Sie mal Ausschau halten, ob Sie den Nikolaus sehen. Und wenn ich dann vorbeigewunken bin, vorbeigezogen, vielleicht singen die Kinder sogar noch vom offenen Fenster oder vom Balkon ein kleines Lied runter, dann können Sie vor die Türe schauen, ob da dann nicht vielleicht noch was liegt. Also und diese Organisation, wie logistisch, wie mache ich das? Ja, da sind so eigentlich die Sternsinger-Gruppen in den Dörfern und Städten immer ganz fit, weil die ja genau das Prinzip anwenden, wenn sie Hausbesuche mit Sternsinger machen. Gut, soweit. Wir sind pünktlich 18.11 Uhr an dem Punkt, wenn jetzt keine offenen Fragen und Antworten mehr sind, helft mir mal gerade als die Co-Moderationen. Ich habe gerade keinen Überblick, ob mir noch die Fragen... Ja, so eine Frage war eben mal noch, also zum einen natürlich klar, Abstand muss jeder halten, nicht nur der Nikolaus, sondern auch jemand, der jetzt irgendwas verteilt, das ist ganz klar. Noch eine andere Sache ist natürlich auch, wie sieht es denn aus mit unserer Kleidung? Die ist natürlich sehr anfällig jetzt auch, wenn es regnet und so weiter. Also das ist natürlich klar auch dafür, wer jetzt zum Beispiel, das war eben so nochmal das Plädoyer schon für den Helfer, der irgendwo mit dazu kann. Also dass man auch nochmal guckt, natürlich kann man auch einen großen Regenschirm oder irgendwas von einem großen Helfer wohlgemerkt, der dann noch über die Mitra passt, kann man sich das drüber halten lassen. Unsere Gewänder sind halt manchmal schon auch ehrwürdig und teilweise auch historisch, dass die natürlich jetzt nicht gerade durch Wind und Schnee und Regen getragen werden können, das ist klar.
Aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Ich finde nochmal eine schöne Frage, weil das uns auch nochmal in der Vorbereitung beschäftigt hat. Wie sieht es denn aus mit der Alternative? Der Nikolaus kommt ähnlich wie wir heute über Zoom oder sonstige Videoportale. Das wäre auch nochmal eine Frage. Also uns ging es so beim Vorbereiten, dass wir ja gesagt haben, über diesen echten Auftritt geht eigentlich nichts. Und lieber einen Nikolaus aus der Ferne irgendwo zu sehen, wenn das Wetter das einigermaßen zulässt, mit den Beispielen, die wir eben ja auch gesagt haben, also lieber aus der Ferne den Realen winken lassen, als die Familie vor dem PC zu versammeln und zu sagen, jetzt gucken wir mal alle in den Bildschirm und sehen dort den Nikolaus. Auch da gibt es natürlich nicht den goldenen Weg. Also ich finde, natürlich ist auch vielleicht ein toller Auftritt über Skype oder sonst irgendwie in mancher Familiensituation wirklich auch top. Aber ich glaube, so die wirklich auch nochmal das Verständnis zu schaffen, da ist jetzt ein Nikolaus unterwegs. Das schaffen wir, glaube ich, nicht virtuell, denn ich glaube, unsere Kinder haben auch so die Erfahrung, am PC ist eigentlich alles machbar. Also das heißt, die Erfahrung, das ist tatsächlich so. Uns wird da nicht immer nur eine Bilderbuchgeschichte vorgelesen jedes Jahr. Also da ist einer als Nikolaus unterwegs und wir machen uns über diesen guten Menschen Gedanken. Das kann man mit so einem live erlebten Nikolaus und wie gesagt, ich glaube auch, wenn man den nur auf der Straße untersieht, noch mal besser rüberbringen und auch pädagogisch, glaube ich, sinnvoller irgendwie auch mit Kindern erarbeite, wie wenn man halt auf ein Display guckt und sieht dort irgendeinen Nikolaus, der jetzt mit uns spricht. Wie gesagt, also eine Haltung, eine Empfehlung oder auch sicherlich eine Erfahrung, aber trotzdem wäre es natürlich auch nochmal ganz bewusst nochmal möglich zu schauen, ist das vielleicht trotzdem unsere Alternative. Also wie gesagt, wenn natürlich ganz kurz vor diesem 6. Dezember nochmal ein Lockdown oder sonst was kommt, muss man sowieso nochmal neu überlegen, was sind unsere Alternativen. Und vielleicht kommt eher mal eine etwas bucklige Alternative besser rüber, wie gar nichts zu machen. Aber also ich glaube, wo es geht, sollte man doch wirklich den Nikolaus erfahrbar und erlebbar als wirklichen Menschen machen, der jetzt nicht nur durchs Internet zu uns kommt. Ja, soweit mal. Wir können die anderen Fragen vielleicht noch Julian auch schriftlich beantworten, wenn es da noch was gibt. Die eine Frage zum Thema Sprechgesang, so eine Art Rap-Version. Also wie gesagt, also da geht es einfach ein bisschen mit so einem Menschenverstand dran zu gehen, wenn ich jetzt, also ich übertreibe es jetzt mal, wenn ich jetzt 10 Minuten irgendwie im Raum, der nicht gelüftet ist, mit 20 Leuten bin und 20 Minuten durchspreche, wäre das genauso risikoreich, wie wenn ich jetzt irgendwie singe. Da eben Reduktion, weniger Lüften macht euch sowieso, kommt uns Nikoläusen entgegen, wenn man mit gut eingepackt im Wohnzimmer sitzt oder steht, reduzierter eher, also gerade im Zimmer würden wir empfehlen, eher nicht zu singen, dann wirklich eher diese Version am Anfang zur Begrüßung und dann zur Verabschiedung sozusagen an der Türe. Das wäre, denke ich, eine Version. Okay. Soweit mal. Ich würde Ihnen gerne jetzt die Möglichkeit der Beteiligung vorstellen. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und zeige Ihnen jetzt gerade, wie das funktioniert. Vielleicht kennen es manche auch schon. Sie sehen jetzt quasi mein Browserfenster, mein Internetbrowser. Und dort sehen Sie mehrere Spalten. Ja? Und Sie können jetzt, Sie kriegen nachher von mir einen Link, und da können Sie quasi dann später auch Beiträge leisten. Also wirklich jede Person, die jetzt hier bei uns dabei ist, die 120 Teilnehmer, können da Beiträge einstellen. Und zwar sehen Sie die Themen. Wir haben jetzt mal so, weil es uns wichtig war, immer nach dem Warum zu fragen. Warum mache ich das eigentlich? Diese Frage, warum bin ich gerne Nikolaus? Was ist mir besonders wichtig? Was ist besonders wichtig da? Einfach nur mal so eine Möglichkeit, also sich zu vergewissern, wenn Sie das wollen, können Sie da was gerne reinschreiben. Jetzt offene Fragen und Knackpunkte, da werden wir auch nochmal vielleicht die Dinge reinstellen, die jetzt nicht geklärt werden konnten, aber wir sind, glaube ich, jetzt bisher ganz gut von den Fragen, das sind jetzt keine offenen, schwierigen, aber wie gesagt, da können Sie auch nochmal im Nachklang merken, Sie, die und die Frage beschäftigt mich. Bitte beachten Sie das natürlich,
die Antworten, die dann darauf landen, auf dem, zu der Frage, dass die natürlich jetzt nicht heißen, dass das dann gilt, was da steht, weil nämlich jede Person kann auch kommentieren. Ja? Und wenn jemand jetzt anonym kommentiert, dann kann der eine Meinung haben, aber das muss deswegen nicht die Corona-konforme Version sein. Ja? Das finden wir einfach nochmal wichtig zu sagen. Dann sehen Sie hier, das ist der Punkt, wo jetzt schon auch im Chat zum Beispiel stand, ich bin zum Beispiel mit den Kindern auch in den Reben, habe ich mich mit den Kindern getroffen, an der Rebhütte. Also wenn Sie weitere Ideen haben, wie so ein Nikolausbesuch Corona-konform gelingen kann, dann können Sie das hier eintragen. Und dann ganz rechts sehen Sie eine Spalte links für Material und Empfehlungen. Da sehen Sie zum Beispiel hier gleich dieses Handout, das wir Ihnen angekündigt haben, schon hier zum Downloaden, wo auch alle Punkte, die Sie heute gehört haben, auch die 4 Punkte von Christoph Müller, am Schluss nochmal draufstehen. Dann das hilfreiche Material und so weiter sehen Sie da. Da sagt nachher Julian Hese noch etwas mehr dazu, zu diesen Seiten. Ich will Ihnen jetzt einmal zeigen. Ich will noch sagen, wie man da hinkommt. Das war genau. Ja. Kommt gleich. Ich will es trotzdem noch bevor. Das ist wie in der Schule. Ja. Erst muss man es erklären und dann die Zettel austeilen. Und so ist es jetzt hier auch. Ich möchte es einfach einmal zeigen, weil manche von Ihnen kennen das Programm vielleicht schon. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben offene Fragen und Knackpunkte. Jetzt nehmen wir mal gerade eine aus dem Meeting raus. Helft mir mal gerade, habt ihr gerade noch eine offene Frage? Sonst erfinde ich jetzt einfach eine. Ja, es ist besser, ohne weiße Handschuhe zu starten, damit man wirklich die Hände pro Haus richtig desinfizieren kann. Das ist doch eine gute Idee. Jetzt sehen Sie, ich habe auf das Plus gedrückt. Ich mache es Ihnen ein bisschen größer, dass Sie es gut sehen können. Kann ich oben einen Titel eingeben. Ich nehme jetzt mal Handschuhe. Fragezeichen. Und dann war die Frage, ist es besser, nicht ohne Handschuhe zu starten und mir nach jedem Besuch, Moment, Besuch die Hände zu desinfizieren. So, und dann drücke ich Return Enter. Ah ne, dann klicke ich sozusagen einfach daneben, neben das Feld und dann ist diese Frage hier angepinnt als kleiner, quasi wie so ein Post-it-Zettel hier an diese digitale Wand gepinnt. Wenn jetzt eine zweite Person was schreibt, landet es einfach drunter. Und Sie sehen es hier bei den Links, wenn ich da runter scroll, da kann man quasi nach unten scrollen, soweit man will. Und jetzt kann ich zum Beispiel so eine Frage, kann ich sagen, ach, ich kann ein Herzchen setzen. Sie sehen da kleine Herzchen. Wenn Sie jetzt auf das, jede Person, die den Link dann nachher hat, kann das machen. Sie sehen hier, warum bin ich gern Nikolaus? Kindern eine Freude schenken, sie ermutigen und ihnen eine Kleinigkeit schenken. Und dann kann ich hier auf das Herzchen drücken und dann bekommt die Aussage von mir ein Herzchen, wenn ich es besonders gut finde oder wichtig finde. Bei den Fragen können Sie natürlich auch die nochmal bewerten und sagen, ah, das ist eine ganz wichtige Frage. Und unten sehen Sie eine Kommentierspalte. Da können Sie dann auch noch Kommentare hinzufügen. Genau. Bitte, wenn Sie irgendwelche Links einstellen, muss Ihnen klar sein, dass die natürlich dann auch öffentlich zugänglich sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse angeben, dann geben Sie natürlich freiwillig Ihre E-Mail-Adresse an eine offen zugängliche Plattform preis, obwohl natürlich nur die Personen eigentlich da drauf kommen, die diesen Link haben. Ich gebe Ihnen jetzt den Link, den sehen Sie oben in der Adresszeile, den schreibe ich Ihnen jetzt in den Chat und den bekommen Sie dann auch noch per E-Mail mit der E-Mail, die Sie am Montag, spätestens am Montag bekommen, steht auch nochmal der Link drin, da brauchen Sie also keine Sorge haben, falls Sie jetzt den Link sich nicht rauskopieren können. Kein Problem, Sie kriegen am Montag dann nochmal den Link. Aber wenn Sie jetzt sehen, im Chat habe ich eine Nachricht geschrieben, wenn Sie das Chatfenster öffnen, da sehen Sie Padlet, also dieser Link, den kann man direkt anklicken und wenn Sie den anklicken, geht bei Ihnen dann sofort, müsste jedenfalls zumindest ein Browserfenster vom Internet aufgehen und dann landen Sie dort auf dieser Pinnwand auf dieser digitalen. Das Handout, wenn Sie das jetzt auch nicht öffnen, falls es mit dem Link nicht klappt, keine Sorge, wir schicken am Montag wirklich auch nochmal allen dieses Handout, das Video,
und den Link zu diesem Padlet zu, sodass, wenn das jetzt nicht klappen sollte, bekommen Sie das trotzdem. Auch die Personen, die jetzt per Telefon zugeschaltet sind, werden auch natürlich den Link dann und das Handout per E-Mail zugeschickt bekommen. Und Julian Hese erzählt uns jetzt noch, wie Sie vielleicht auch auf der Seite des Bonifatiuswerks noch mehr Informationen zum Nikolaus kriegen und vor allem in diesem Jahr eine ganz tolle Aktion, wenn Sie vielleicht so ein kleines, ja, wenn Sie eine besondere Aktion planen oder auch wenn Sie einfach sagen, wir machen das dieses Jahr mit dem Nikolaus auch auf eine andere Art, da gibt es eine ganz, ganz tolle Unterstützung, die uns der Julian jetzt vorstellt. Genau, dazu teile ich erstmal wieder meinen Bildschirm. Ja, wir haben in diesem Jahr die Aktion Tatort Nikolaus ins Leben gerufen. Ja, ein Ort guter Taten. Starten Sie Ihren Tatort Nikolaus. Das heißt, setzen Sie das Anliegen des heiligen Nikolaus ganz konkret in der heutigen Zeit um. Und wir vom Bonifatiuswerk als Hilfswerk für den Glauben unterstützen dann Ihren Tatort Nikolaus vor Ort mit bis zu 500 Euro Förderung. Das kann sein, dass man einmal für Bedürftige ausrichtet, dass man Nikolaustüten packt, die ins Altenheim bringt. Da sind Ihrer Fantasie und Ihrer Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass der Aktions- und Projektzeitraum vom 16. November bis zum 13. Dezember ist und dass Sie vorher, mindestens 3 Wochen vorher, bei uns vor dem Projekt einen Antrag stellen. Diesen Antrag, das Antragsformular können Sie auf weihnachtsmannfreie-zone.de runterladen. Zudem ist noch zu beachten, dass antragsberechtigt sind kirchliche Gruppen, Vereine, Verbände, Schulklassen, Einrichtungen und Gemeinden, also keine Einzelpersonen, sondern als Gruppe können Sie sich dann für eine Tatort-Nikolaus-Förderung bewerben bzw. diesen Zuschuss von 500 Euro bei uns hier im Bonifatiuswerk beantragen. Dann möchte ich gerne noch auf unsere umfangreichen Materialien hinweisen, die wir ja erarbeitet und konzipiert haben. Ganz wirklich sehr, sehr vielfältig auch. Natürlich die klassischen Schokoladen-Nikoläuse, Schokoladentafeln im Nikolaus-Design. Das Haus vom Nikolaus auf einer Postkarte auch eignet sich eben auch sehr gut für kleinere oder größere Nikolausbesuche auch. Und wir haben für Schulen und Kindertagesstätten unsere sogenannten Nikolausboxen konzipiert mit verschiedenen Materialien, mit Backförmchen, wie man eben den heiligen Nikolaus thematisch der Schule oder eben in der Kindertageseinrichtung behandeln kann, sich mit seiner Botschaft von Nächstenliebe und Gerechtigkeit auseinandersetzen kann. Zudem bieten wir Ihnen liturgische Bausteine noch an, die auch in einem Gottesdienst Nikolaus gefeiert werden kann. Das haben wir ja eben auch schon gehört, dass in diesem Jahr der Nikolaustag auf einen Sonntag fällt. Also auch dort haben wir liturgische Bausteine, die sich auch wunderbar in den Sonntagsgottesdienst integrieren lassen. Und beispielsweise, vielleicht haben Sie das eben schon gesehen hinter mir, das Erklärposter Nikolaus, das können Sie bei uns auch bestellen, wo kindgerecht erklärt wird, was trägt eigentlich ein Bischof Nikolaus und was hat das alles zu bedeuten, was hat die Mitra für eine Aussagekraft, was soll der Stab, warum trägt der Bischof eine Stola. Also dort wird alles kindgerecht in einem großen Poster erklärt und noch weitere Bilderbücher und Backförmchen, Gummibärchen. Also schauen Sie einfach gerne mal auf www.shop.bonifatiuswerk.de rein. Und gerne können Sie dann bei uns auch bestellen. Ja, vielen Dank für die Hinweise. Ich habe kurz eine Rückfrage, wenn ich jetzt tatsächlich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt den Nikolaus, der unangekündigt durchs Dorf geht, als Aktion starte, um sozusagen Menschen auf der Straße froh zu machen oder so ein kleines Spiel und für Kinder, dass die eine Postkarte schicken können und kriegen dann irgendwie einen Nikolaus, Schoko-Nikolaus zugeschickt als Dankeschön, wenn sie den Nikolaus entdeckt haben. Wenn ich das machen will, kann ich dafür auch diesen Förderantrag. Genau, als Ort guter Taten, wichtig ist, wie gesagt, dass es eben an eine Gruppe oder an einen Verband oder an eine Gemeinde gekoppelt ist, weil wir eben nicht an Privatpersonen Förderung ausschütten können, sondern eben nur an Gruppen, Verbände, Gemeinden. Und wie gesagt, das ist auch unabhängig vom Katholikenanteil. Das Bonifatiuswerk ist ja das Hilfswerk für die Katholiken in der Diaspora. Aber die Aktion Tatort Nikolaus richtet sich eben an alle Schulklassen, Gruppen, Verbände, Gemeinden in allen 27 deutschen Löschen. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch dann auch zum Schluss, auch wenn wir gerade beim Werbeblock sind, Ihnen noch mal kurz das
Padlet aufmachen mit den Links. Da haben Sie die Infos auch zum Material zum Heiligen Nikolaus für eine Gestaltung vom Besuch mit Texten, Liedern. Dann hier ein Handout, das wir entwickelt haben, auch auf der Grundlage von einem sehr, sehr guten Buch, Orientierungshilfe für Nikolausdarsteller. Da wird unter anderem auch die Frage thematisiert mit dem Lob und Tadel. Ja? Das war auch in den Fragen und Antworten gerade so. Kann aus unserer Sicht tatsächlich in diesem Jahr ganz bewusst darauf verzichten, weil es ja eben jetzt relativ viel Sprechanteil ist. Und wenn es für die eigentliche Botschaft des Nikolauses nicht notwendig ist, ja, aber da können Sie dann gerne mal im nächsten Jahr vielleicht bei einer Veranstaltung von uns mitmachen, weil das ist eine spannende Frage, inwiefern wir dürfen als Nikolaus nicht der verlängerte Zeigefinger der Eltern sein und an einem Tag im Jahr das versuchen gerade zu biegen, was 364 Tage nicht klappt. Das ist so unsere Einstellung zu diesem Thema Lob und Tadel. Gut, Sie sehen da unten auch noch Veranstaltungen am 21. November in Karlsruhe. Das ist noch der letzte Werbeblock. Da können Sie draufklicken. Und zwar haben wir am 21. November eine Präsenzveranstaltung in Karlsruhe, sozusagen als kleines Zuckerl und Ersatz für die Veranstaltungen, die wir eigentlich sonst immer hatten. Und zwar haben wir den Martin Wandler, der ist selber Schauspieler für die Süddeutschen, die kennen ihn bei der Serie Fallers. Und diesen Schauspieler haben wir gewinnen können. Er wird mit uns tatsächlich, also im Corona-Abstand, Corona-tauglich, einige Schauspielübungen machen, dass man diesen Nikolaus, seinen eigenen Nikolaus-Stil findet. Und freue mich, dass da der Martin Wangler sich dazu bereit erklärt hat, weil er selber auch in seinem Dorf, wo er wohnt, in Schwarzwaldau immer Nikolaus ist. Und deswegen haben wir da einen tollen Fachmann. Da können Sie draufklicken und gucken, wenn es nicht zu weit weg ist für Sie, ob das eine spannende Veranstaltung wäre. Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle Referenten und Referentinnen. Und wir haben aber noch eine Überraschung, weil als kleiner Mutmacher uns noch jemand besucht. Und da schauen wir mal, wer das ist. Der Nikolaus ist da. Das freut uns natürlich, Nikolaus. Du musst natürlich, wie bei einer, das kennst du nicht aus deinem Jahrhundert, wo du kommst, aber du müsstest dein Mikrofon noch anmachen und dann können wir dich vielleicht auch verstehen. Und ich freue mich natürlich, dass du auch einen Mundschutz trägst, weil du willst auch Vorbild sein, gell? Hallo Nikolaus. Hört man mich? Sehr gut. Der Nikolaus möchte einladen zu einem Segensgebet für dieses Jahr. Sehr gerne. Der heilige Nikolaus war ein Bischof, der für die Menschen da war. Er hat Menschen in Not neues Licht und Freude in ihr Leben gebracht. Durch heilsame Worte und hilfreiche Taten brachte er deinen Segen in die Häuser. So segne uns, die wir Anfang Dezember an den Nikolaus erinnern. Erfülle uns mit der Freude des Evangeliums, die wir Licht und Freude zu Kindern und Erwachsenen bringen wollen. Ja, begleite unsere Wege und Begegnungen in diesem Jahr. Dies gebe uns allen der menschenfreundliche und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.